Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Bookings behalten. Ja, das ist insofern eine bisschen besondere Lektion, weil viele sich immer nur darauf fokussieren, neue Gigs an Land zu ziehen und noch woanders zu spielen und vielleicht noch bei der Veranstaltung irgendwie reinzukommen, aber man vielleicht auch so aus der Gewohnheit ein bisschen das aus den Augen verliert, dass das, was man hat, ja eigentlich schon eine wichtige Grundlage ist und man diese Basis nicht vernachlässigen sollte, damit man nicht auf einmal komplett ohne dasteht. Deswegen hier jetzt alles rund ums Thema Bookings behalten. Du hast den Vorteil, dass Clubbesitzer in erster Linie ja Sicherheit, Qualität und Respekt im Prinzip wollen. Also das Gastronomieleben ist ja sowieso sehr schnelllebig und unpersönlich. Von daher, wenn du als DJ diese Punkte ausstrahlst und verkörperst, dann ist es schon mal sehr viel wert. Denn wenn sich hier eben die Veranstalter darauf verlassen können, dass du auch wirklich ablieferst, regelmäßig, dass man auf dich bauen kann, dass man mit dir gut arbeiten kann, dann hast du auf jeden Fall gute Karten, dass du hier länger mit im Team bleibst. Und das sind auf jeden Fall Tugenden, die du dir aneignen solltest. Und das Schöne ist natürlich auch, dass du hier wirklich eine richtige Bindung zu deinem Publikum aufbauen kannst, wenn du in Residency hast oder generell irgendwo bei Veranstaltungen regelmäßig auflegst und dir das Publikum das insofern wieder zurückgibt, dass nach dir gefragt wird, wann du denn wieder auflegst, dass die Leute begeistert sind, wenn mal wieder öffentlich gemacht wird, dass du eben in ihrer Location spielst. Und das ist ja auch wieder genau das, was die Veranstalter wollen, dass das Publikum begeistert sind, dass das Publikum kommt und genau das erzielst du ja damit. Wichtig ist immer noch logischerweise die Einzigartigkeit. Schau eben, was macht dich besonders, was ist dein Alleinstellungsmerkmal und arbeite das genau heraus. Mach das deutlich und so wirst du auch von den anderen DJs unterschieden und logischerweise wird dann die Hemmung eher sinken, dich aus dem Kader zu schmeißen, weil man ja dieses besondere, einzigartige nicht verlieren möchte. Denn das ist ja auch wieder etwas, nach dem die Gäste dann konkret verlangen. Wir wollen diesen einen DJ XY, der das und das besonders gut kann. Niemand verlangt einen DJ, der einfach ganz normal Musik auflegt. Du solltest der Location mit der Zeit wirklich wie einen Stempel aufdrücken. Dass man die Location und dich untrennbar miteinander eben im Kopf hat, wenn eines der beiden dann zum Beispiel im Gespräch mal erwähnt wird. Und das muss eine Einheit sein. Sozusagen der Club oder die Veranstaltung, dein Wohnzimmer. Und eben wenn man sagt DJ XY, dann muss man sagen, ach, das ist doch der, der da spielt. Oder umgekehrt eben, Veranstaltungsort XY, ist das nicht der Ort, an dem DJ XY auflegt. Denn so hast du ja auch wieder die Sicherheit, dass das Publikum dich verlangt, dich mit dem Laden in Verbindung bringt und hier eine längere Beständigkeit reinkommt. Wenn du noch nicht an diesem Punkt bist, dass du diese Beständigkeit hast, dieses Residency, nach dem ja auch viel gestrebt wird, dann nutze nach dem Gig die Möglichkeit, dass du ja schon die Kontakte zu den Veranstaltungen, zu den Location-Besitzern aufbauen konntest, denn sonst wärst du ja kaum an diesen einen Gig gekommen. Und wenn du jetzt gerade noch von dir überzeugt hast, nutze diesen frischen Moment, wo du noch im Gedächtnis der Leute bist und sprech genau das an. Frag, ob zukünftige Bookings möglich wären oder eben, ob du ein Residency hier haben kannst, ob man sich generell sowas vorstellen kann, ob eventuell bald eins frei wird und deswegen ist es hier auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, noch bei frischer Tat sozusagen hier auf dich aufmerksam zu machen. Ein Resident DJ zu werden hat einige Vorteile und die werden wir zusammen durchgehen. In erster Linie ganz klar die regelmäßigen Gigs und damit verbunden auch die regelmäßigen Einkünfte. Gerade wenn du komplett selbstständig bist und das Ganze nicht nur im Nebenerwerb tust, dann ist es auf jeden Fall was, was dir ruhigere Nächte bescheren wird. Und schön ist natürlich auch, dass du hier viel Promo und einen vollen Terminkalender bekommst, denn du stehst ja regelmäßig dann bei dieser Location
auf den Flyern, auf den Plakaten, du wirst auf Social Media gepostet und kannst natürlich auch selber viel Promo machen, weil du ja dann auf deinem Profil auch wieder das verkündest, dass du hier und dort wieder eine Veranstaltung spielst. Wenn die Location dann leider schließt, sei es jetzt aus finanziellen Gründen oder warum auch immer, ist es natürlich insofern schwierig, weil du dann auf einmal einen ganzen Batzen an Gigs verlierst. Oft ist es so, dass du zum Beispiel einen festen Tag in der Woche dort auflegst oder alle zwei Wochen und so dann natürlich dein Terminkalender im positiven Sinne schon sehr voll ist. Wenn aber warum auch immer aus ungeplanten Gründen das mal wegfällt, ist auf einmal ein großes Loch in deinem Terminkalender und da musst du auch wissen, wie du das wieder zeitnah stopfen kannst. Wenn du bei deiner Stammlocation und deinem Stammpublikum wirklich dann schon bekannt bist, dann ist es ja ein entspanntes Heimspiel im Prinzip, weil du weißt, was das Publikum möchte, du kannst dem Publikum das auch bieten und die Leute kennen dich. Insofern ist das mit einer der angenehmsten Arten des Auflegens, die man haben kann. Wichtig ist nur, dass du in deinen Sets hier regelmäßig etwas änderst, weil sonst wird es schnell langweilig für dich und fürs Publikum auch, ganz klar. Und damit tust du natürlich keinem einen Gefallen. Die Erwartungshaltung ist dann natürlich dementsprechend hoch, wenn du hier auch gefeiert wirst. Und da solltest du dich nicht zu sehr auf dieser Position ausruhen, denn sonst wirst du sie nicht mehr lang innehaben. Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich auch die Aufnahme in DJ-Pools. Denn es gibt einige, bei denen die Aufnahme verpflichtend ist. Das haben wir im Kurs Musik schon besprochen. Und insofern du keine vorweisen kannst, bekommst du auch keinen Zugriff. Und mit dieser Residency hier eben bleibt dir dann keine Tür mehr verschlossen. Wenn du noch ziemlich am Anfang deiner Karriere bist, dann kann es unter Umständen in Ordnung sein, dass du hier einen Exklusivvertrag unterschreibst. Denn es ist auf jeden Fall nicht unüblich, dass man wenigstens untereinander mal ausmacht, dass man vielleicht nicht in der und der Konkurrenzlocation spielt, eben im nahen Umfeld oder vielleicht gar nirgendwo anders in einem Club. Also da gibt es gewisse Sachen, die man durchaus auch untereinander ausmacht, eben einfach unter vier Augen, aus Respekt auch. Man macht sich ja sonst selber das Geschäft kaputt. Aber es gibt auch Clubs, die dann einem wirklich einen Vertrag anbieten, der sagt, eben du darfst nur hier spielen und in dieser Richtung, in der Umgebung auch nur so und so oft oder eben auch gar nicht. Und hier musst du echt vorsichtig sein, denn wenn du dich hier zu sehr bindest, dann schränkst du dich ein und bremst deine DJ-Karriere extrem aus. Denn wie wir auch schon vorhin besprochen haben, sind neue Gigs auch eine gute Möglichkeit, eben die Karriere zu steigern, die Gagen zu erhöhen und deswegen ist es auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen und vor allem als erfahrener, gestandener DJ nicht zu empfehlen. Hier solltest du dich nicht, wie sagt man so schön, an diesen Vertrag knebeln. Und selbst wenn du es machst, dann hab immer noch ein Auge darauf, dass du dir ein paar Tage im Monat, logischerweise dann ja eher am Wochenende, frei hältst, dass du dann hier eben noch alternative Veranstaltungen bespielen kannst. Denn wenn du nur in einer Location auflegen darfst, vertraglich, und die dir aber zum Beispiel auch nur einmal im Monat oder alle zwei Wochen einen Gig anbieten, dann kannst du deine DJ-Karriere im Prinzip an den Nagel hängen, denn das ist ja nichts. Da kommt ja nichts bei rum, wenn du nur ein oder zweimal im Monat spielst und sonst alles andere ablehnen musst. Die Vernetzung mit Kollegen, Promotern, immer wieder taucht ja fast in jeder Lektion auf. Wirklich, man kann es nicht oft genug sagen. Vernetzt euch, baut Kontakt auf zu den Promotern, Geschäftsführern und das kannst du als Resident DJ natürlich am allerbesten, denn hier gehörst du ja sozusagen zum Haus und bist mit allen Leuten cool, siehst die Leute regelmäßig, siehst sie vielleicht sogar auch, wenn nicht gerade eine Veranstaltung ist, sondern mal unter der Woche, weil es eben was zu organisieren und zu planen gibt. Deswegen also hier bist du mit in der besten Position, wirklich eins mit der Szene zu werden und somit wird dir das natürlich auch wieder viele Türen öffnen zu anderen Veranstaltungen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.